Holzbau pur ist hier die Devise. Alleine in diesem Bauabschnitt entstehen 17 Wohneinheiten. Und neben mir ist Zimmermeister und Bauleiter Christoph Heinrich. Christoph, was ist denn hier das Spannende, aber auch manchmal oder schwierige Herausfordernde an diesem Projekt? Also das Herausfordernde bei diesem Projekt ist einfach, dass der komplette Holzbau aus lauter Verbindungen mit Holz entsteht. Also das heißt, es werden Schlitzplatten, werden Holztübel verbaut und es ist halt deutliche Herausforderung zu normalen Stahlwinkelverbindungen. Und ja, das ist absolut spannend einmal zu sehen. Und du liebst ja Holz, schon als Kind hast du Holz geliebt, deswegen bist du ja auch Zimmermeister geworden. Was findest du so generell jetzt entspannt an so auch Großprojekten mit Holz? Dass man durch unsere große Vorfertigung in der Halle relativ zügig die Geschosse hochziehen kann und dadurch einen Baufortschritt extrem sieht. Das heißt, es ist egal, ob es windig, stürmt oder schneit, was ja hier eher nicht so ist, eher bei euch in Bayern sozusagen, ist aufgrund des hohen Vorfertigungsgrad gar kein Problem. Das ist richtig. Allerdings muss man auch sehen, bei Wind und Schnee ist nicht gerade die besten Voraussetzungen. Aber man tut sein Bestes und man muss halt dann schauen, bei extremem Wind müssen wir natürlich dann ein bisschen zurückstellen. Wie lange dauert das ungefähr, bis ihr quasi die Konstruktion gestellt habt, wenn es von der Halle her liefert? Für das Projekt, wir haben sind in einer Etage, in einem Geschoss, sind 5 Wohneinheiten. Und da haben wir in der Planung, wo wir durchgesprochen haben und das durchgespielt haben, sind wir davon ausgegangen, dass wir in einer Woche ein Geschoss stellen. Und wir sind genau in dem Plan, so wie wir es uns in der Theorie gedacht haben, sind wir auch im Praktischen. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, das hört sich ja super an. Und wir werden auch in unserem Blog über dieses tolle Projekt berichten. Also schaut einfach rein, da findet ihr Videos, Fotos und natürlich auch Texte. Danke fürs Zuschauen, bleibt auf dem Laufenden und abonniert unseren Newsletter proklima.de/news. Und abonniert unseren Kanal.